So läuft das. Es geht da um Milliarden. Es geht nicht darum, dass Sie gesund werden. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal krank sind und der Arzt sagt Ihnen, Sie brauchen Chemotherapie, dann sagen Sie, brauche ich nicht. Dann gehe ich lieber für das Geld gehe ich lieber in Urlaub. Es sind wirklich so Sachen. Ein Beispiel. Da ist ein junger Mann, ich weiß nicht, in der Schule, der spielt gerne Fußball, auf einmal hat er Knochenkrebs. Und dann geht er zum Arzt und der Arzt sagt, oh, das ist aber schon weit fortgeschritten. Ich fürchte, wir müssen ein Bein amputieren. Sagt er, ja, mal so Fußball spielen mit einem Bein ist schon scheiße irgendwo. Also fand er nicht so richtig witzig. Da haben die Eltern zufällig von Dr. Hammer gehört, sind zu dem Mann. Da hat der gesagt, aha, Knochenkrebs, während der Konflikt, gucken wir mal, was hast du denn so erlebt in der jüngsten Zeit. Das Schöne ist bei der neuen Medizin, man kann das auch zeitlich einordnen. Das heißt, wenn wir in der Erkrankung in diesem Stadium sind, dann kann man sagen, so und so viele Wochen, da muss der Konflikt gewesen sein. Also was ist da passiert? Da sagt er, ach ja, da war ein Fußballspiel in der Schule und da kam wirklich der Ball so blöd, ich stehe im Tor, ne, und der kommt so und ich platze da drin, voll Pfanne. Und die anderen Jungs haben alle gelacht, ich hätte am liebsten einen Erdboden versinken können. War voll peinlich. Okay, keine große Sache, hat aber eben diesen Selbstwertanbruch bei Jungen ausgelöst. Ne? Die Jungs haben alle gelacht, es geht nicht darum, ob das von außen gesehen schlimm ist. Es ist für den Jungen in dem Augenblick so schlimm gewesen, dass er eben Knochenkrebs entwickelt hat. Ja, weil er eben diesen Konflikt nicht erkannt hat. Und dann sagt der Arzt, ja, muss man das Bein abnehmen. Sagt Dr. Hammer, müssen wir gar nicht, pass mal auf. Das ist ja nicht so schlimm, der geht mal hin zu deiner Schule, zu deiner Klasse oder zu deinem Fußballteam und sagen mal, wie ist das denn so? Und wir reden mal mit denen. Ne? Und dann, was haben die dann gesagt? Ja, das war doch nicht so schlimm, ich habe klar, das war ein bisschen peinlich, voll dran an der Ball, fliegt da voll durch die Hände durch. Aber kommt ja vor, das passiert doch mal. Ne? Passiert anderen Profifußballern auch. Und ja, kann er denn wieder mitspielen? Ja, also ich meine, wenn er wieder gesund ist, natürlich kann er wieder mitspielen, kein Problem. Also Konflikt gelöst, war nicht so dramatisch. Und jetzt, wie gesagt, Konflikt gelöst, Heilungsphase. Weil Knochenkrebs tut weh, kann man auch sagen, Dr. Hammer weiß genau, also Knochenkrebs so und so lange gehabt, Heilungsphase, wird wieder Gewebe aufgebaut, tut richtig weh. Aber man weiß eben, das dauert so und so lange und dann ist gut. Das heißt, dem Jungen musste eben nicht das Bein amputiert werden. Der konnte nachher auch tatsächlich wieder Fußball spielen, weil er eben den Konflikt gelöst hat und eben die Heilungsphase kam. Nach der Schulmedizin ist es eben so, wir gehen jetzt irgendwo in die Vorsorgeuntersuchung. Was weiß ich als Frau, der Arzt tastet da die Brust an und sagt, oh, da ist ein Knoten, das ist Krebs. Dann haben sie ja schon gleich den nächsten Konflikt schon. Ne? Dann haben wir vielleicht noch einen Computerpunkt dran und dann sagt er, oh, sie haben auch noch einen Gehirntumor, das ist ja furchtbar. Mein Gott, vielleicht haben sie vielleicht einen Konflikt mit ihrer Tochter gehabt, längst gegessen, sie haben sich längst wieder versöhnt. Das ist schon längst eingekapselt, passiert gar nichts mehr, aber nun wird ihnen die Brust amputiert und das Gehirn aufgeschraubt. Also, einfach mal noch zu fassen, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht ausführlich machen, aber es ist eine Medizin, die seit über 25 Jahren vorhanden ist oder noch viel länger. Und, ja. Herr Dr. Hammer kam doch so ins Gerede mit einem kleinen österreichischen. Mit der Olivia aus Österreich, ja. Olivia Pilher. Das ist eben auch genau das, was ich eben erzählt habe. Die hatte eben so einen Tumor, Wilms-Tumor heißt das, und der Bauch war so dick und. Die Medien haben halt berichtet, ja, das Kind hat Schmerzen, da muss man was operieren und so fort. Und der Dr. Hammer ist ja ein grausamer Doktor, weil der die einfach Schmerzen haben lässt. Ne? Aber ich habe es ja eben erzählt, der weiß eben genau, was passiert. In der Heilungsphase tut es halt mal weh, aber so und so lange. Und dann ist es eben die Heilungsphase, dann treten die und die Symptome auf. Ich habe das ein bisschen verfolgt, ich kenne die Pilhas persönlich, habe damals Artikel drüber geschrieben über die neue Medizin. Und die haben eben gesagt, was da wirklich passiert ist, es war eben völlig anders. Und, dass eben Dr. Hammer, der wusste immer genau, was als nächstes passiert, weil er eben die Erfahrung hatte. Das stimmt dann immer. Die Schulmediziner, sagen wir mal so, oh, die hat noch einen Monat zu leben. Oder der andere, die hat jetzt noch 5 Monate. Die haben alle völlig unterschiedliche Diagnosen gegeben, die Schulmediziner, wie gesagt, und immer Chemotherapie rein und oder operieren und so weiter. Und die lagen immer völlig daneben. Dr. Hammer wusste immer, als nächstes kommt das. Und er hat dann mal recht. Ne? Die Eltern mussten fliehen nach Spanien und dann kam sogar der Botschafter von Österreich nach Spanien, hat die Eltern überredet, hat denen versprochen, dass ihnen nicht das Sorgerecht entzogen wird. Dann kamen die zurück, dann wurde ihnen das Sorgerecht entzogen, dann kam das Kind in die Klinik, Zwangschemotherapie, die ist sofort gestorben, also Exitus beim ersten Verabreichen von Chemotherapie. Ich glaube, die wurde dann reanimiert, die hatte die Knochenbrüche, weil sie wirklich reanimiert haben, das kann man alles nachweisen.
Also sie ist gestorben, wurde reanimiert und jetzt steht in der Zeitung, ja, die Chemotherapie hat die Olivia noch im letzten Augenblick gerettet. Völliger Spaß. Ja? Das musste ich nicht sagen. Und dann Zwangschemotherapie. Ich wünsche niemand von Ihnen, dass er Zwangschemotherapie wird oder Zwangspsychotherapie. Es gibt so viele Themen. Und es ist eben wichtig, dass wir uns damit befassen, dass wir uns nicht einfach vom Doktor sagen lassen, naja, der Doktor wird zerrissen, er hat es ja studiert. In der neuen Medizin gibt es keine Chefärzte, da gibt es nur Chefpatienten. Da ist der Patient derjenige, um den es geht. Und der Arzt, der ist nur derjenige, der ein bisschen weiß, wie es zusammenhängen könnte. Und der weiß, da muss ein Konflikt sein, und da muss er finden, da muss man sehen, wie wir den lösen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, auch Krankheiten zu heilen und zu lindern und die Symptome zu begleiten. Aber da gehört Erfahrung zu. Chemotherapie, das ist so ähnlich, als wenn bei Ihrem Auto die Öllampe blinkt. Bringen Sie den Wagen in die Werkstatt, holen ihn wieder ab, Öllampe blinkt nicht mehr, super, klasse. Dann fahren Sie ein paar Kilometer, auf einmal verreckt der Motor. Und dann gucken Sie nach, was passiert. Ja, der in der Werkstatt hat nur die Öllampe abgeklemmt. Weil das war das Symptom. Patienten, das sind Kunden. Das sind Kunden, da haben wir denen ja, richtig dran verdient. Ich habe vorhin erzählt, Patienten, ja. Kunden. Richtig, ich habe gesagt, es geht um richtig viel Geld. Deswegen ist es wichtig, dass Sie die Verantwortung für Ihre Gesundheit selber übernehmen. Weil der Arzt, der wird eben unter dem Druck der Pharmaindustrie Ihnen irgendwas verschreiben, was eben nicht dazu da ist, dass Sie gesund werden, sondern wo eben richtig viel Geld verdient wird. Hunderttausende für einen einzigen Patienten. Da kann sich der Arzt ja nur von den Bestechungsgeldern, die kriegen ja alle Geschenke, ne? Mal einen Urlaub irgendwie auch vorbei und so weiter. Der kann sich ja von einem Patienten ein Haus bauen. Ne? Der stirbt dann halt meistens doch irgendwo. Es ist wichtig, dass Sie selber die Verantwortung für Ihre Gesundheit übernehmen. Das ist hier beim Krebs so, das ist so bei AIDS. Ist das man muss ein Licht anmachen hinten, dann wird das schon mal richtig. Ne? Ich dachte, das ist dann schon wieder Weihnachten. Vielleicht hinten lieber und vorne genau. Klasse, funktioniert das so. Also, was ist HIV? Was ist ein HIV-Test? Kann ein HIV-Test HIV feststellen? Kann ein HIV-Test HIV-Antikörper feststellen? Nein. Was macht denn ein HIV-Test? Also ein HIV-Test kann lediglich bestimmte Eiweißanbindungen an einem Teststreifen feststellen. Also wir haben die Eiweiße nummeriert, T, Protein, Eiweiß, ne? 24 Fehler, das ist dann klar. Okay, nun gibt es in unterschiedlichen Ländern der Welt unterschiedliche Auswertungen eines HIV-Tests. Also in Afrika, zwei von denen, der Rest ist optional, egal, Australien, US Food and Drug Administration, US Red Cross, Center for Disease Control, Compton, Max, United Kingdom. Das heißt, es kann sein, wenn Sie hier in Deutschland einmal HIV-positiv getestet werden, fliegen Sie mal nach England, wenn Sie sich da mal testen, vielleicht haben Sie ein anderes Testergebnis. Ist das denn für ein Wahnsinn? Es ist wirklich so, dass eben der HIV-Test wirklich nichts aussagt, nicht viel aussagt. Sie können wirklich nach dem Training, wenn Sie nach dem Training Muskelkater haben, gehen Sie direkt zum HIV-Test, dann sind diese gleichen Eiweiße, die hier eine Rolle spielen, auch da vorhanden. Wenn Sie eine Impfung gehabt haben, auch die gleichen Eiweiße tauchen auf. Wenn Sie dann noch zum Arzt gehen und sagen, ja Doktor, ich bin ein bisschen schwul und so am Wochenende, naja, ich bin auch Single, dann mache ich schon mal ein bisschen rum. Da sagt der Arzt, gehört zur Risikogruppe. Und dann noch diese Eiweißanbindung da, kommt nachher HIV-positiv raus. Machen Sie mal am selben Tag zwei verschiedene HIV-Tests. Dem einen sagen Sie, ja, ich bin schwul und mache ein bisschen am Wochenende ein bisschen rum. Dem anderen Arzt sagen Sie, ich bin seit 100 Jahren mit derselben Frau verheiratet und da kommt auch nichts dazwischen. Dann kann es sein, dass Sie zwei unterschiedliche HIV-Tests bekommen. Was kommt als nächstes? Das fand ich noch ein Schild vom HIV, nee, vom ACT. Wollte ich noch zeigen, dann bekommen Sie Medikamente wie ACT und da ist sogar auf dem Schild drauf oder der Baupackung ein Totenkopfsymbol. Da steht drauf, giftig beim Einatmen in Kontakt mit der Haut und wenn Sie es schlucken. Also wenn Sie schon eine schlechte Immunkraft haben, warum sollen Sie noch irgendwelche Tabletten schlucken, die giftig sind, oder? Das passiert, wenn Sie die Nebenwirkungen von ACT auf dem Beipackzettel lesen. Das sind genau die Symptome, die ein Patient im Endstadium hat. Kein Scherz. Also, auch ein kurzes Thema, da kann man auch lange drüber reden. Ich habe in meinen Büchern das alles ein bisschen ausführlicher, weil, ja, ich bin ja auch schon über die Zeit, fast. Wie gesagt, das sind alles Themen, kann man stundenlang drüber reden. Ich will Ihnen ja einfach nur die Angst nehmen, wenn Sie krank sind. Nicht sagen, ist eine unheilbare Krankheit, kann man nichts machen. Was passiert denn da? Wir sind ja schöpferische Wesen. Wenn Sie nun zum Arzt gehen und der sagt, Sie sind HIV-positiv, was passiert denn da? Können Sie ja sagen, naja, ist nicht so schlimm.
Aber sie werden sich doch über die Jahre immer mal wieder, oh, ich habe ja HIV, ne?